Podcast Elias. Ja, 7.30 Uhr, 28. Etappe, ist jetzt immer noch keine Pause, durchgehend gelaufen. Heute ist ein bisschen kürzer, sind es nur 20 Kilometer. Und das ist nochmal am Meer entlang, an der Küste. Heute Nacht hat es gewittert, also hat es richtig Gewitter gegeben, das war halt mega. Und heute ist es ein bisschen sehr bewölkt. Bitte schön. Verlassen. Navia. Ja. Mal schauen. Ich sollte es leider nicht so schön. Ich hoffe, dass es besser wird. Ja. Was soll ich erzählen? Nichts. Außer, dass ich ein bisschen müde noch bin. Ja, und dass man einfach halt diese 600 Kilometer jetzt im Moment schon merkt. Das ist schon anstrengend. Ja. Aber trotzdem macht es dann immer irgendwie richtig Spaß. Es befreit. Körper, Geist und Seele. Bitte schön, hier mal ein bisschen was zu sehen. Das ist der Hafen von Navia. Rock'n'Roll, kann ich machen. Bis später. Buenos dias. So, jetzt haben wir ungefähr schon 15 Kilometer gelaufen. Ich glaube, es sind jetzt bloß noch 5 Kilometer. Jetzt kommt hier eine wichtige Gabelung. Da geht es eben noch einmal zur Küste, wenn man rechts geht. Und ins Inland, wenn man links geht. Also man kann beide gehen, aber natürlich nehme ich die Küste. Das ist das letzte Mal, wo wir vielleicht zwei Tage noch die Küste sind. Hier ist die Gabelung. Natürlich, wie gesagt, ich bevorzuge die Küste und freue mich jetzt nochmal aufs Meer. Das Wetter ist super. Es macht auf. Also, wir haben einen Rock'n'Roll. Ah. So, 1000 Meter bin ich in Tabia de Casariego. So, schauen wir in die Unterkunft an. Und ja, das Wetter ist immer noch ein bisschen. Will es aufmachen oder will es nicht aufmachen? Keine Ahnung, irgendwie sieht es riesig aus. So. Da hinten ist mehr, sieht man jetzt leider noch nicht, aber ich denke mal so, ein paar Metern sieht man es wieder. Also, Rock'n'Roll Camino bis gleich. Voilà. So, jetzt bin ich angekommen. Ich habe mich jetzt entschieden für Hotel, weil da ist mir eins in der Nähe jetzt gerade gewesen. Und ich brauche mal wieder ein bisschen für mich. Herberge hin oder her, es ist schon schön, aber es ist jetzt mein drittes Hotel und ich glaube, das ist okay. Also drei Hotels sind wirklich okay. Wahrscheinlich zum Schluss werden wir mal eins nehmen müssen oder mal gucken, aber das habe ich jetzt braucht, dass ich einfach nochmal für mich bin und bin ja eh früh da. Und ja, das passt und dann trinke ich ein bisschen Radler hier, selbst gepuncht hier. Und genieße jetzt einfach mal, warte jetzt auf mein Zimmer und sitze hier. Da gibt es einen Pool auch, Strand ist auch in der Nähe. Also, ich werde das jetzt mal ein bisschen genießen noch, weil nachher gibt es dann kein Meer mehr und mehr mehr. Und es ist jetzt dann mehr mehr. Und deswegen gönne ich mir jetzt mein Hotel, war jetzt nicht so teuer, passt. Also, Rock'n'Roll.